LöwenTV wird Ihnen präsentiert von Eisenbach Tresore. Fachberatung, Informationen, Onlineshop. Hessen-Derby in der Fußball-Regionalliga Südwest. KSV Hessen-Kassel gegen den TSV Steinbach aus Mittelhessen. Damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von LöwenTV. Es ist gleichzeitig das Duell zweier Männer an der Seitenlinie. Auf der einen Seite der Trainer des TSV Steinbach, der vom Januar 2014 bis zum Sommer 2016 den KSV Hessen-Kassel trainiert hat, im Duell mit seinem damaligen Co-Trainer Tobi Zeller. Ja, Matthias Mink trifft im Aue-Stadion auf seinen Ex-Co-Trainer Tobi Kramer und gleichzeitig unser Cheftrainer hier bei den Löwen. Über 80 Mal hat Matthias Mink an der Seitenlinie für die Löwen gestanden und jetzt im blauen Dress mit dem TSV Steinbach. Beide Mannschaften tasten sich erstmal ab und kommen doch gut in die jeweiligen Hälften. Hier Steinbach mit der Chance. Niklas Hartmann ist zur Stelle. Zweite Minute war das in diesem Derby. Der TSV weiter am Drücker. Doch der KSV kann verteidigen. Hier kommt die Flanke. Basti Schmär. Krasser Fehler hier von dem Steinbacher und Basti Schmär jetzt alleine gegen zwei. Was macht er? Und steckt durch da auf Steven Rack. Der kommt nicht dran. Erster Akzent hier in dieser Partie. Ein intensives Spiel. Foul hier von den Löwen. Die Steinbacher schalten schneller als der KSV mit diesem Pass. Gefährlich nah am Strafraum. Nochmal abgelegt. Hier kann der KSV klären. Steven Rack bringt den Pass. Jetzt im Umschaltspiel. Nein, Steinbach wieder dran. Mit der Flanke. Und die wird Volley genommen an den Pfosten. Unfassbares Glück hier für den KSV. Das wäre das nächste Tor des Monats hier geworden. Schöne Annahme und dann dieser Direktschuss an den Kasten von Niklas Hartmann. Zweite Hälfte. In der ersten Hälfte war nicht viel los. Doch in der zweiten dreht der KSV hier besser auf. Basti Schmär kommt zum Abschluss knapp. Flach, links unten vorbei. Die Löwen besser im Spiel, die Löwen mehr am Drücker in der zweiten Hälfte, aber auch die Steinbacher gefährlich mit diesen Vorstößen. Und da ist Niklas Hartmann, aber erst im Nachfassen, das war ganz gefährlich. Da war der Steinbacher noch dran und hätte hier durchaus den Ball versenken können. Nächste Situation, Sascha Korb. Gute Freistoßposition. Korb! Knapp über den Kasten. Mittlerweile Rolf Satterhoff im Spiel. Der will hier an den Ball und wird gefoult. Auch eine gute Freistoßposition. Ausführen wird Henrik Giese. Henrik Giese, der kommt gut knapp über die Latte. Nächste Gelegenheit für den KSV Hessen-Kassel mit Sanchez. Guter Schuss. Da muss sich der Torwart Löhe von Steinbach ganz lang machen. Geht rechts am Tor vorbei. 90. Minute. Das ist das Endergebnis 0:0 und jetzt Tobi Damm bei Olli Zehe. Ja, am Ende ein hart umkämpftes 0:0 gegen den TSV Steinbach. Tobi Damm, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke am Ende ein gerechtes 0:0. Wir mussten um die Qualität von Steinbach, gerade im Spiel nach vorne, das haben sie auch in der ersten Halbzeit sehr gut auch gezeigt, aber wir standen über 90 Minuten sehr stabil, defensiv und haben leider im Spiel nach vorne zu wenig Durchschlagskraft gehabt und ja, deswegen dann auch am Ende dann auch
müssen wir mit dem Punkt leben und wir können auch mit dem Punkt sehr gut leben. Für dich war es ja als Stürmer kein einfaches Spiel. Ne? Es kam wenig aus dem Mittelfeld, weil da Steinbach doch seine Qualitäten auch gezeigt hat im Defensivbereich. Viele hohe Bälle dann. Für dich kein einfaches Spiel. Ja, klar. Es war aber von vornherein war das klar, dass es ein sehr schweres Spiel wird, gerade körperlich, auch im Luftzweikampf, dass es schwer wird. Aber ja, ich denke, die Mannschaft hat eine super Mentalität an den Tag gelegt, über 90 Minuten und deswegen am Ende auch verdient den Punkt geholt. 41 Punkte habt ihr jetzt auf dem Konto, jetzt geht es dreimal auswärts. Was ist da drin? Ja, für uns gilt einfach weiter die Punkte zu sammeln. Jetzt kommen halt, ich sag mal, am Dienstag eine Mannschaft wie Watzenborn, wo wir wieder alles reinschmeißen müssen in das Spiel, wo wir natürlich auch punkten wollen. Und ja, und die Spiele, die dann auch folgen, wollen wir natürlich auch unsere Punkte holen. Und ja, egal ob jetzt zu Hause oder auswärts, für uns gilt einfach, jedes Spiel zu 100% anzugehen und ja, dann auch Punkte zu sammeln und auch die Spiele zu gewinnen. Schönen Dank, Tobi Damm. Viel Erfolg für die nächsten Wochen, für die Auswärtsspiele und natürlich dann auch für das Heimspiel, was danach kommt, am Ostersamstag um 17.45 Uhr. Ein Live-Spiel im Fernsehen gegen Koblenz. Bis dahin eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.